setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid auf und sprachen: Thank you.
wieder hinein in das Lichthaus und spricht zu Jesus. Von wann bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe? Weißt du nicht, dass ich Macht habe? Dich
spricht zu den Juden. Bedenke doch, wo sind denn?
das er gekreuzigt führte. Sie nahmen aber Jesu und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten in. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das Lauf und
Sabbat müde. Denn derselbige Sabbattag war groß. Baten sie Pilatum, dass ihre Gebeine gebrochen und sie abgenommen würde. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Da sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern der Kriegsknechte eine öffnete er seine Seite mit einem Speer und alsbald ging Wasser im Blut heraus. War das Wasser denn? Den Juden, dass möchte abnehmen, die
Thank you.